Boah, war das ein Abfuck, ey. Rika, Rika, nein! Please, lass uns zurückgehen. Himari braucht etwas Ruhe. Bei dem Kampf musste man jetzt kommentieren. Alter, was ich da an dieses weggepulvert habe, das ist nicht mehr feierlich, ey. Das ist nicht mehr feierlich. Ey, das ist nicht mehr feierlich, ey. Drei Piedmont, drei zu viel. Drei zu viel. Ja, das ist das Problem. Alter, ich hab 91 verballert, ey. Ich sag ja, das ist noch zu wenig Geld, was ich da bekommen habe. Und ich glaube, eine Super Rectix ging auch noch drauf. Härteste Kampf, härteste Kampf. Der Endkampf ist lächerlich dagegen. Echt lächerlich. So. Sure. Ihr seid zurück. Wir haben Himari für eine Weile zurück in die reale Welt geschickt, damit sie sich erholen kann. Kota auf. Ouch. Kota kann immer noch nicht aufstehen. Der Feind hat Kota also gekidnappt, um die Kräfte eines Menschen zu analysieren. Möglich, dass er dabei seine Kräfte verloren hat. Solange wir Menschen uns in dieser Welt befinden, brauchen wir weder Essen noch Schlaf. Ich frage mich, wie Kota dann in diesen Zustand kommen konnte. Chichimon, was ist los? Das hier lag draußen. Sure. Warte, ein Brief. Der muss vom Feind sein, aber er ist nicht so zerknittert wie der letzte. Got a second? Ich werde ihn mal lesen. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, ins rosa Skynos zurückzukehren, sobald es eure Zeit erlaubt. Dieses Mal erwartet euch sogar noch mehr Spaß auf dem Weg dorthin. What's that? Moment! Er ist unterzeichnet von der bösartigen Faust. Hm. Heißt, dass der Feind stärker geworden, indem er unsere Kultur aufgenommen hat? Wir sollten uns beeilen. Rika und Yukimura müssten im rosa Skynos sein. That's true. Ich fürchte, der Spaß erwartet uns auf dem Weg durchs Knochenresort. Die Einladung, wo Kota und Himari außer Gefecht sind. Es muss versuchen, unsere Stärke einzuschätzen. If you would. Philipp, du und dein Team sind die Einzigen, die diese Gefahr ausschalten können. Sure. Schafft ihr das? That's right. Ich hätte wohl nicht Fragen brauchen. Ihr seid mit einer Meinung. Wenn etwas schief geht, schicken wir Verstärkung, aber ihr seid die besten Kämpfer, die wir haben. Wir zählen auf euch. Falls irgendjemand diesen Piet-Kampf auch so Probleme hatte wie ich, ja, ich habe da immer meine Probleme bisher gehabt. Und was machen Bitsimon und Lucimon eigentlich dort? Oh, 91 Disken, ey. Das ist ein bisschen too much. Ja, ein bisschen too much. Und willkommen im neuen Knochenriss. Ja, was erwartet uns jetzt hier? Ganz genau. So ein bisschen Teleportationsspiel, das erwartet uns. Das werdet ihr aber gleich schon verstehen. Aber man sieht es schon so ein bisschen auf der Karte. Man kann hier... Genau. Nicht weitergehen, weil du hast unsichtbare Mauern. Das bedeutet, man muss sich jetzt hier diesen Weg quasi erkämpfen. Bis zum rosa Skynos da oben. Und das ist die große Problematik dabei. Ich finde es gar nicht mehr so schlecht, dass wir hier viel laufen müssen. Ja, weil dadurch heilen wir. Und da komme ich auch nicht weiter. Hä? Jetzt habe ich hier schon zwei unsichtbare Mauern, die mir schon mal den kompletten Weg verbieten. Aber wir haben noch einen dritten Weg. Und zwar den da unten. Und man sollte sich den Weg merken. Also wir sollten uns den Weg auf jeden Fall merken, wo wir lang gehen. Weil ich werde wahrscheinlich nochmal einkaufen gehen müssen, um das zu kaufen. Da bin ich mir relativ sicher. Oh, jetzt bin ich wieder bei 1,35. Ja gut, dieser Piedmont-Kampf, der war echt extrem hart. Ja. Und ich glaube, diese Zeichen sind unsere Teleporter. Richtig, und es erwarten uns hier auch immer Kämpfe. Ja. Die sollte man nicht so ganz unterschätzen. Entspannt euch kurz, bevor ihr weiterzieht. Gut, ein Einzelner geht noch, aber das ist jetzt noch einfacher. Ihr seht es schon am Level. Ja, dass das leichter ist. Alright.
von dem her ist der jetzt schon down. Ja. Also, ich glaube hier, dass ich noch nicht so viele Disten hier verschwenden werde. So, dann können wir hier quasi den Teleporter nehmen und dann sind wir jetzt hier oben. So, danach gibt es immer zwei, kann auch später sein, dass es noch drei Wege gibt. Aber gegen einen kommen wir halt immer sehr gut an. Haha, viel Spaß. So, mit dir werden wir haben. Counting on you. Here goes. Looking good. Wir werden Spaß mit dir haben. Come on, stand up. Good aim. Get up. Könnt ihr auch mal angreifen. Nice and calm. Also Piedmon ist nervig. Als Kämpfer. You can't just like that. Also Piedmon ist deutlich nerviger. That's the way. Get up. Vor allem, der teilt auch richtig gut aus. Ha! Ich will mein Special. Just like that. You did it. Also Piedmon ist der nervigere von den allen. You keep it up. Ja, der kriegt es aber auch aufs Fressbrett. So. Habe ich jetzt ein paar Dinge reinwerfen müssen. Ja gut. Die Gegner gibt es leider auch. Die lassen sich leider nicht ganz so leicht verhindern. Ja, die Digimon, die hier sonst auch nochmal rumströdeln. So, wie gesagt, wir haben jetzt zwei Wege. Einmal da und einmal dort. Und eins zurück. Genau, ja, und jetzt zurück zum Anfang. Ja. Deswegen muss man sich das so ein bisschen merken. Aber ich glaube, den Kampf muss man nicht nochmal machen. Also die Kämpfe, die bleiben. Trotzdem, wenn du jedes Mal den Weg laufen musst, ist es nervig. Könnte man meinen. Zum Beispiel da oben hast du dann auch noch die beiden Kämpfer. Also wenn du gegen beide kämpfen musst, ist es wieder scheiße. Aber gegen drei Piedmon ist alles andere easy. Also gefühlt easy, ja. So, dann geht's hier. Und dann geht's bei dem hier, bei dem Haus weiter. So, genau, dann sind wir nämlich hier, wo wir vorhin nicht weiterkamen. Seht ihr das? Ja. So, jetzt geht's nach oben. Ne, es geht nach unten. Ja, ja, es geht nach unten, zu denen da unten jetzt. Genau, zu den beiden geht's da jetzt. Und das geht mal so weit, das geht so weiter wieder bis zum Schreinhaus. Genau. Ja gut, die beiden sprechen dich an. Liebe Gäste, habt ihr Spaß? Nein. Vor allem, man kriegt auch keine Achtung. Das finde ich das Schlimme daran. Ich krieg nicht Achtung. You're doing it. Weil ich eigentlich stark genug bin. This is it. Counting on you. Okay. That's the way. Yeah. Get up. Keep it up. Ja, ich werf mal eine rein. Oh, der eine ist schon down. So schnell geht's. Give it all you got. Der eine ist schon down. Also, Neodismon ist gar kein Problem. Gut, ist auch ein Ultra nur. Das ist der Unterschied. Piedmon Mega, und der andere Ultra. That's the way. Philipp drückt ein bisschen zu früh. Keep it up. This is it. This is it. So, zweimal brennendes Herz und dann go. Come on, keep it up. Dann go. Lol, das kann man ausweichen. Get up. You're doing it. Das war mir jetzt neu. That's right. Ja, aber das war's. Also mit dem brennenden Herz ist vieles einfacher. Das ist die Frage. Ich nehme das Ding hier. War falsch. Egal. Egal, 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 egal. Dann weiß ich, okay, das Rechte.
So geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Also, ich glaube, es ist meistens eine 50-50 Chance. Ja, es müsste über eine 50-50 Chance, glaube ich, sein. Außer zum Schluss, da könnte es, glaube ich, sogar drei Wege geben. Aber sonst immer 50-50. Ja, das Projekt ist nähert sich damit langsam wirklich dem Ende. Das finde ich traurig. Also es könnte halt sein, dass wir heute... Ja, es... ja Moment, es wird der letzte Part sein. Oder der vorletzte. Je nachdem, wie ich das hier cutten werde. Je nachdem, wie ich das cutten werde, ja. Aber dann habe ich wieder Puffer, weil wir haben heute den 4. Juli. Das ist das Schöne daran, wieder mal richtig Puffer zu haben. Danach geht es aber weiter mit Digimon Story Hackers Memory. Ich denke mal, da werden es noch einige kennen, das Spiel. Das habe ich ja hier gibt es sogar wieder drei Wege. Ja. Ja. Okay, der hinterste Weg ist der richtige. Hackers Memory gibt es auch noch. Das wird dann weitergemacht, natürlich. Ist eigentlich selbstverständlich, wenn jetzt einige sagen, klar. Oder ich werde Super Mario Odyssey beenden. Eins der beiden Spiele werde ich weitermachen. Ich bin, glaube ich, eher überlegen, doch Odyssey weiterzumachen, weil da sind wir näher am Spielende. Deswegen ich es auch erst gedacht habe, mit Digimon Story, mit Digimon World Next Order, was wir gerade spielen. Now. Das Spiel werde ich als erstes durchhaben und you hungry? Ich habe es dann doch relativ schon schnell durchgezockt innerhalb von 3 Tagen sind es dann geworden. Ne, heute haben wir Mittwoch. Ich habe gestern angefangen, richtig gestern. Dienstag und Mittwoch. Also innerhalb von 2 Tagen habe ich dann nochmal knapp 10 Parts aufgenommen. Ja. Und dann noch der Offscreen-Bereich auch noch gehabt. Okay, hier bin ich jetzt. Oh, da gibt's wohl nur... Okay, hier gibt's nur einen Weg, oder? Nee. Gibt 2 Wege. Ich nehme den längeren. Bewusst den längeren. Oh, darf ich nicht. Ich nehme den hier hinten. Oh, komm, leck mich. Okay, der am Haus. Okay. Wie gesagt, hier geht Zeit verloren. Aber ich weiß den Weg jetzt. Also weit geht's nicht mehr nach oben. Also viel kommt da nicht mehr. Viel kommt da nicht mehr. Im Haus erwartet uns nur noch der Bossfight. Der wirklich letzte Fight. Und ihr könnt euch denken, welches Level der sein wird. Der wird Level 80 sein. 80. Da bin ich mir ziemlich sicher, der war 80. Das ist das höchste der Gefühle. 80 ist das höchste der Gefühle. Und dann geht's ab. 80. Aber wie gesagt, gegen die 3 Piedmon mit 74 ist das nichts. Also bei dem Dreierkampf kannst du eher drauf gehen. Ja, als bei dem Bossfight. Weil es ist in dem Spiel schwerer, gegen mehrere zu kämpfen, die stärksten, als gegen nur einen. Weil der eine kann immer nur eine Attacke gegen dich machen, während die 3 dich die ganze Zeit nur zuspammen. Ja. Imperialdramon ist deswegen so schwer, weil du halt 3 Kämpfe hintereinander hast. Also Imperialdramon, finde ich, ist der zweitschwierigste. Naja, der ist der zweitschwierigste. Den weiteren Weg bin ich gegangen, ja. Den weiteren bewusst gegangen. Und dann würde ich den Kampf festnehmen. Also den finalen Kampf. Als dritt. Schwierigsten Kampf. Okay, da unten. Ach, guck mal. Nee. Ich musste gegen die beiden auch noch kämpfen. Okay. Hm.
Ihr habt es also bis hierher geschafft. Ihr wird höchste Zeit. Die Kraft, die ihr mir von euch und euren Freunden geborgt habe. Wie hieß die nochmal? Ach ja, Bindung. Ich muss zugeben, es hat ein wenig Arbeit gebraucht, um sie nutzbar zu machen. Aber jetzt seht nur, sie wurde umgekehrt. Ich habe ihre Grundlagen ins Gegenteil verkehrt. Nun gibt sie mehr Kraft. Ich nenne sie dunkle Bindung. Wie findest du den Namen? Sie brauchte nur noch eine letzte kleine Zutat, aber jetzt sollte sie perfekt sein. Seht selbst, jetzt ist Showtime! Und die beiden jucken mich bei sowas von gar nicht. Hahaha, perfekt. Verstehe, das passt gut. Ich habe eine neue Dunkelheit erlangt. Mewtwo Speed. Nein, vergesst es. Gib mir bitte einen Moment Zeit, einen Namen zu finden. Das ist schließlich äußerst wichtig. Ah, nein, nein, die echte Party wartet noch. Ich muss zurück und mich vorbereiten. Es gibt so viel zu tun. Da fällt mir ein, das ist so eine Art Geburtstagsparty für mich. Zur Feier meiner Geburt. Mann, bin ich aufgeregt. Im Haus wartet ein Geschenk auf euch. Ich wollte gerade sagen, das Geschenk erstmal ist vor dem Haus. Und zwar die beiden. That's the way. There you go. All right. You're doing it. You can take it. Okay, die Stärke von den beiden geht noch. Okay, ich nehme alles zurück. Mit dem Blitztrotz geht das hier ganz schnell schief. Oh, das geht noch. Also vom Damage her geht das noch. Keep it up. Full power. Oh, leggedy leg. Okay, die haben auch ihre Verteidigung erhöht, aber die Omega-Klinge sollte durchkommen. Und da kommt der Flammenwind. Nice. Das ist viel zu schnell gerade. Man sieht gar nichts mehr. Er liegt auch nur noch auf dem Boden. Ja, wir müssen höher. Go. There you go. Get up. That's the way. This should do it. Aha. That's right. Jawohl. Looking good. There you go. All right. Nochmal höher. Damit der Flammenwind kommt. Damit der Flammenwind kommt. Get up. Keep it up. Yeah. All right. Attack. Here I go. What's wrong? Calm down. Nein, 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 nein. Ich wollte gerade heilen, ich wollte gerade heilen. Das ist die Chance. Boah, die haben die Hälfte doch. Die sind schon 78, seht ihr das?
Aber hier merkt man wieder dieses alte Problem, die greifen mir so getrennt an. Das ist immer das größte Problem, das kriegt die Digimon nie hin. Das musst du immer per Taktik eigentlich immer wieder neu aufs Neue sagen. Ja, ihr greift mal ein. Ja, aber das machen sie leider nicht. Die teilen immer ja auf. Was immer schlecht ist. Noch abgewehrt. Ja, weil ihr keine Punkte mehr habt. Ja. Mach doch den Angriff. Alter, das ist so, dass ich auswählen kannst so eine gewisse Zeit. Das regt mich manchmal auf. Oder gar nicht mehr machen kann. So. Counting on you. Alright. 200, das ist ein kritischer Treffer. Nice. Just like that. Mit 10 Damage komme ich nicht mehr weit. Try this. Take this. Good hit. Ja, 11.000. Nice. So, Moment. Du greifst jetzt auch den an. Damit der zumindest down geht. Das ist wichtig. Zumindest einer geht down. Mit einem Gegner komme ich leichter zurecht. Ja, und damit komme ich gar nicht zurecht, ja? Ja, 5. Ich muss mal schauen, wie ich mit natürlich Sway. Nur mein Gefallen. Bitte mach das Galantmon down, bitte. Danke. Get up, just like that. What's wrong? Calm down. Okay. Attack. Yeah. Ich will, dass du auf Angriff machst. You're doing it. Warum auch? Here I go. You did it. Jawohl. Go. Ja, der jaut nochmal für den Flammenwind. Oh, ich habe nicht auf meine Tickets geguckt. Kritisch. Nach wie vor kritisch. Mach das doch mal down! Danke. Puh. Was für ein Fight. Was für ein langer Fight. War aber noch leicht. Geh im Vergleich zu den drei Piedmons. Puh. Guck. Yukimura, Rika, geht es euch gut? Als wir unterwegs waren, haben wir eine große dunkle Säure aufsteigen sehen. Hat das Ding gestalt genommen? Yukimura und Piedmon sind also fusioniert und die bösartige Faust ist irgendwie Teil dieses Wesens. Kota, Imari, Yukimura und Rika, hierfür wurden all ihre Bindungskräfte absorbiert. Sie sind alle total hinüber. Meinst du, sie werden irgendwann wieder normal? Kann man noch nicht mit Gewissheit sagen. Philipp, die bösartige Faust geht für ein unglaubliches Übel. Sie ist eine Krise für die gesamte digitale Welt. Aber ich habe noch Hoffnung. Wir alle haben noch Hoffnung. Wir lassen keinen davon kommen, der unseren Freunden will. That's right. Und in solchen Zeiten bist du immer unsere größte Hoffnung. Fight. Ja, Philipp, los, kämpfe! Jetzt leg schon los. Ich kümmere mich um Yukimura und Rika. Ihre Bindungskräfte kommen vielleicht wieder, wenn sie bei ihren Partnern sind. Gut, dann wollen wir auf, oder? Oh nee, oder es gehen da oben noch Gegner.
Wieso steht ihr drei hier? Da kam ich nicht weiter. Mal gucken, ob ich weiter hoch. Hier goes. Fernangriff Kampf Aura. Ob ich weiter nach oben gekommen bin. Ja, ich glaube nicht. Ne, ich muss mit dem hier, glaube ich, weiter. Hä? Nee. Oh, jetzt bin ich schon wieder am Anfang. Alter, jetzt bin ich verwirrt. Ne, da kam ich jetzt auch nicht. Okay, ich bin wieder eigentlich am Anfang geportet worden, ja. Egal, macht nix. Es muss eigentlich nur noch der eine Kampf jetzt kommen. Es müsste nur noch der eine Kampf, glaube ich, kommen. Der finale Fight.